Es gibt unzählige Marken, Logos und Zeichen auf Lebensmitteln. Viele davon kokettieren mit Rot-Weiß-Rot, weil Österreich für gute Qualität steht. Oft werden sie in einem Atemzug mit den Siegeln der AMA genannt. Das fordert uns heraus, denn nur wenige Zeichen verdienen den Namen Siegel tatsächlich. Das AMA-Gütesiegel ist der Leuchtturm unter diesen Siegeln. Das ist sicher, denn seine Vergabe erfolgt auf Basis eines gesetzlichen Auftrags. Die AMA-Richtlinien basieren auf dem 125 Jahre alten österreichischen Lebensmittelkodex, der vom Bundesministerium für Gesundheit herausgegeben wird, und verlangen noch höhere Qualitätsparameter. Sie müssen vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft genehmigt werden. Ihre Einhaltung wird von unabhängigen Kontrollstellen überprüft. Seit 1994 steht das AMA-Gütesiegel als Garant für ausgezeichnete Qualität, nachvollziehbare Herkunft und unabhängige Kontrolle. Die Konsumenten bekommen damit Orientierung im Dschungel der bunten Marken und Banderolen. Doch welche Idee steckt eigentlich hinter dem AMA-Gütesiegel? Werfen wir einen Blick in die Geschichte. Alles begann im November 1993. Landwirtschaftsminister Franz Fischler und Stefan Mikinovic stellten das neue Zeichen der Öffentlichkeit vor. Daran sollten die Konsumenten Qualität und regionale Wertschöpfung erkennen können. 1995. Mit dem einprägsamen Slogan »Bei meiner Ehr« verbreitete der erste Werbespot die Botschaft des Gütesiegels. Keine künstlichen Farbstoffe. Bei meiner Ehr. Keine Verdickungsmittel. Bei meiner Ehr. Keine chemische Konservierung. Bei meiner Ehr. Vorerst wurde das Siegel für Fleisch sowie für Milch und Milchprodukte vergeben. Und es war so erfolgreich, dass in den darauffolgenden Jahren alle wichtigen Sparten im Programm eingebunden waren. Also Obst, Gemüse und Kartoffel, Eier, Geflügel, Fleischerzeugnisse und einige Verarbeitungsprodukte. Und es geht noch weiter. Durch Krisen wie BSE rückten die Themen Herkunft, Nachvollziehbarkeit, Qualität und Kontrolle von Lebensmitteln in den Fokus der Konsumenten, was den Bekanntheitsgrad und das Vertrauen in das AMA-Gütesiegel steigerte. Heute nehmen rund 43.000 Landwirte und 700 Lizenznehmer am AMA-Gütesiegel-Programm teil. Mit 50 Kontrollen pro Tag und mehr als 10.000 Produkt- und Rückstandskontrollen jährlich ist jede Stufe, vom Stall und Feld bis ins Geschäft, im Kontrollsystem erfasst. So wird der Leuchtturm AMA-Gütesiegel auch in den nächsten 20 Jahren den Weg zu hochwertigen Lebensmitteln weisen. Garantiert! In diesem Sinne, schau drauf!